Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Ja, wir haben in der letzten Folge das Schloss betreten und haben auch den ersten Gegner schon mal bezwungen. Es war die Sphinx. Und nun dürfen wir weiter voranschreiten. Im Übrigen, unsere ganzen Abilities sind weg sozusagen, also versiegelt. Wir können sie erstmal nicht benutzen, außer Zauber und Angriff. Angriff hatten wir von Anfang an schon und den Zauber, den habe ich mir erst freigeschaltet vor kurzem. So. Dann machen wir mal schnell die Gegner hier platt. Damit wir hier noch ein bisschen vorankommen. Ach, das ging ja schnell. So. Vampirzahn. Wunderbar. So, hier ist ein schöner Kronleuchter. Und der fällt. Ah, toll. Und Xell fällt hin. Alles klar. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in die Bodenluke rein. Jetzt aber bestimmt den Weinkeller. Ich hab Durst. Komm, ich will mal trinken. Oh, und der nächste Gegner. Alles klar. Was ist das für ein Drawpunkt? Ach, stimmt ja. Niemand kann ziehen, ja. Buße dem, der es wagt, das Siegel zu brechen. Ja. Buße dem, der uns in den Weg steht. Hatten wir ja schon. Das war übrigens der Gegner, gegen den ich verloren hatte, aber na gut. Was soll's. Diesmal sind wir ein bisschen gewappneter. Trinefunke. Zwei werden geheilt und einer kann verletzt werden, aber ist ja nicht so dramatisch. Obwohl, er kann angreifen. Er kann... Was kann er denn? Er kann sich heilen eigentlich. Wo ist denn hier was zum Heilen? Hier ist Vigra. Setzen wir Vigra ein, dann heilt er sich erstmal. Squall ist der Einzige, der sowas braucht. Daneben. Zu blöd zum Treffen oder was? Aber Trinefunke macht aber nach jedem Angriff. Okay, da muss ich aufpassen. Habe ich Shell hier drin? Nee, nein. Doch. Habe ich. Was nehmen wir denn noch so? Melden, Flair, Refleck. Tornado könnte gut sein gegen den. Der fliegt ja. Ich probiere es einfach mal. Naja, 1100, immerhin. So, Score müssen wir wieder heilen auf jeden Fall. Ja. Wo haben wir? Okay, Score ist tot. Kacke. Ich probiere einfach mal Engel, aber eigentlich würde es gar nicht gehen. Okay, es geht nicht, alles klar. So, ja, dann analysiere mal Selfie. Ach, verdammt, ich wollte doch angreifen, nicht nochmal Engel machen. Jetzt verbrauche ich hier die ganzen Zauber noch oder was? So, hoffen wir mal, dass wir
den unbeschadet platt machen können. So, Trinofunke, ja, mach ruhig. Ich guck mal, ob ich mit Xell einen anderen Zauber noch einsetzen kann. Was den ja doch ein bisschen... Könnte den denn da richtig reindrücken? Blitzgun natürlich nicht, ist klar. Melden könnten wir mal versuchen. Einfach mal, weil es Spaß macht. Ja, schwächt ihn auf jeden Fall ein bisschen. Mal schauen, wie wir da mit Energie klarkommen. Also mit dem Abziehen. Ah, ist okay. Ist zwar nicht viel mehr, aber ein bisschen. So, Selfie kann sowieso nur angreifen. Greifen wir den mal weiter. Ja, der kann auch keine anderen Attacken mehr, glaube ich. Trinofunke ist das Einzige, was er beherrscht hier anscheinend. Alter Schwede. Jetzt wollte er es aber wissen. Wie gerade? Komm, verdammt. Jetzt haben wir das Vieh noch geheilt, ey, Kacke. Na gut, dann eben nicht. Ach, scheiße. Na gut, sich selber heilen kann er ja. Das ist jetzt nicht so problematisch. So, war jetzt bloß blöd, weil er halt Trippeltrine da geheilt hat. Und das war ja nicht so schön. Aber dafür heilt er uns ja auch gleich. Immer schön hinterher. So. Sehr gut, wir haben den erledigt. Wunderbar. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal wieder aus dem Schloss raus. Und hier werden wir die GF freischalten. Aber die Gegner sind gar nicht so schwer eigentlich. Raketenantrieb noch erhalten, okay. GF nehmen wir. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Wo kommen wir hier hin? Nirgendwo. Wo kommen wir da hin? Nee, hier wollte ich noch nicht gucken. Ich will erstmal raus hier, wenn es geht. Ich glaube, ich muss da raus. Ach, ein Grat. Wie niedlich. Den kriegen wir doch schnell weg. Ja, weg ist er schon, sehr schön. So, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Hilfe der GFs wieder bekommen. Das ist schon mal super. So muss das sein. Jetzt gucken wir mal, wo wir da hinkommen.
Okay, hier kommen wir raus. Wir wechseln mal das Team kurz. Abbrechen, wir gehen raus. Das Siegel wurde deaktiviert. Okay, das geht auch. Okay. Sehr gut. Squall erstmal wiederbeleben. So. Elixier. Ja, komm. Hau mal ein Elixier raus. Wir ordnen erstmal am besten. Jetzt kommen wir hier ein bisschen durcheinander. Das können wir ja auch noch machen, so ein bisschen. Gut, ja, viel können wir nicht machen. Gehen wir wieder zurück. So, hier hoch. Okay. Ach Quatsch. Hier lang? Hier ist nichts. Da ist eine Tür. Okay, wo kommen wir hier hin? Hoppala, noch ein Gegner. Wir könnten ja, glaube ich, eigentlich auch Gegner 0% machen, dann hätten wir die Gegner hier nicht so. Aber wozu? Macht doch Spaß, hier noch ein bisschen gegen die Gegner zu kämpfen. Vor allen Dingen können wir dann so noch ein bisschen die Selfie leveln. Oder wenn wir mal müssen, auch Renoir. Wäre doch alles kein Problem. So. Hau. Hui. Der hat der Mund hier hoch. Okay, geheilt. Ich weiß gar nicht, was das für eine Attacke eigentlich ist. Welches Element oder irgendwelche Zustandsveränderungen oder sowas. Keine Ahnung. Könnte Feuer sein. So. Platt gemacht. Wunderbar. So, dann gehen wir mal hier durch. Gucken wir mal. Ah! Gemälde sind hier. Ach, wie schön. Hier gibt es wunderschöne Bilder. So, was haben wir denn hier für ein Bildchen? Ignus, Feuer. Okay. Inundantia, Überschwemmung. Da ist noch ein Bild. Iodizium, Gericht. Hier ist noch ein großes. Ah, okay, der ist durch Korrosion nicht lesbar. Der Titel dieses Gemäldes ist... Keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich noch nicht lesen. Hier ist noch eins. Okay, Schlummer.
Gibt es hier noch mehr irgendwo? Ja, hier oben anscheinend. Was haben wir hier? Okay. Viator Bote. Hier haben wir auch noch eins. Venus. Muss ich jetzt eigentlich die Reihenfolge einhalten oder muss ich eher einfach nur alle Bilder finden und dann die Buchstaben zusammensetzen, wenn es denn so sein muss? Ich gucke mir die Bilder einfach nur an und dann stehen ja unten schon die ganzen Namen drauf. Von daher. Okay. Hier noch was? Nein. So. Gibt es hier noch? Ja, da ist noch ein Gemälde. Vividarium und der Garten. Okay. Achso, geht noch weiter. Okay. Ach Mensch, die Bienen schon wieder. Euch hatten wir doch auch schon mal. Aber euch kriegen wir auch ganz schnell platt. Ach, jetzt ist er sauer. Sauer und gleich erledigt. Und der auch. Gehen wir schnell. Warum ist denn der so schnell erledigt? Das glaube ich ja jetzt nicht. So. Ach, ein Drawpunkt. Achso, können wir ja nicht ziehen. Ha, schöne Scheiße. Okay, dann gehen wir wieder runter. Wir müssten ja jetzt alle Gemälde eigentlich angeschaut haben. So. Der Titel ist durch Korrosion nicht lesbar. Okay. Okay. Ja. Das hier und das Vidarium et Intervigilium et Viator. Der Bote, der im Garten schläft. Oh, war sogar richtig. Und jetzt? Ach, da ist er ja. Buße dem, der es wagt, das Siegel zu brechen. Ja. Na, schauen wir mal, ob wir dich hier platt kriegen. Mein Kleiner. Was nehmen wir denn da am besten? Kaktor. Doomtrain. Und was macht er? Ach, vielleicht noch so einen kleinen dazu holen. Das ist aber nicht nett. So, mal gucken, wie wir den platt kriegen. Ob wir den schnell platt kriegen vor allen Dingen. Ah, der Kleine ist schon weg. Na dann. Was nehmen wir denn da? Bahamut nehmen wir mal. Da
Dann nehmen wir wieder Kaktor, der hilft ja ganz gut. Und der holt sich wieder einen kleinen Helfer. Naja, das wird nichts. Der kleine Helfer ist auch gleich wieder weg. Mini-Pulskanone. Ach Gottchen. Dafür kriegst du die zigtausend Stacheln. Kleines Geschenk von mir. So. 8000 auf beide wieder. Das geht schnell. Kaktor macht ihn noch fertig hier alleine. Alles im Alleingang. Okay, nochmal 8000. Na gut, fast im Alleingang. Jetzt darf Bahamut doch nochmal ran. Aber ist auch schön. Aber wir jetzt mal ein bisschen Abwechslung rein hier jetzt. So. So, dann machen wir deinen Angriff. So, der dürfte eigentlich auch schon fast weg sein. 9999, sehr gut. Und die endlose Irrfahrt gleich hinterher. So. Sehr gut, das läuft ja schon mal. So, wunderbar. Achttausend hat das gemacht. So, und der ist weg. Sehr schön. Der nächste Gegner, der fallen ist. So, Elschwert erhalten, okay. Wir nehmen Dwarf. Dann kann man wenigstens wieder ziehen. So. Wir können die Abilities so aber noch benutzen. Das haben wir ja noch. Eine kaufen wir uns mal. Das lassen wir. Jump Shop können wir ja nicht benutzen, weil ja uns fehlt. Ja, jetzt fehlen uns sowieso die ganzen Materialien. Habe ich ja alle umgewandelt, aber ist auch nicht so schlimm. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. So, wo kommen wir denn hier jetzt hin auf einmal? Hier ist nichts. Außer ein Gegner. Die mal wieder antreffen. Ach, na Gottchen. So ein kleines Fliegmonster hier. Dem habe ich mal die Flügel gestutzt. Jetzt haben wir schon mal die Windmühlen wieder. Jetzt brauchen wir noch Energiestein und. Oder Energiekristall, was das ist. Und noch ein bisschen was anderes. Dann hätten wir das schon. Vitra. Nicht ziehen. Speichern können wir trotzdem noch nicht. So. Okay. Wo kommen wir hier hin? Sind wir überhaupt noch richtig? Das weiß ich gerade nämlich nicht. Ich kann ja mal hier lang gehen einfach. Wo sind wir denn hier jetzt?
Ob wir hier noch richtig sind? Ein Küsschen. Ach, wie niedlich. Oh, Gilgamesh. Den hat man noch gar nicht gehabt eigentlich, ne? Na, mal gucken, was der so kann. Vor allem, was der für Attacken einsetzt jetzt. Eisenschneider. Oh, sehr gut. Das ist natürlich schön. Das gefällt mir. Weil der macht ja auch nur zufallsbedingt, was er für Attacken nutzt. Muss nicht unbedingt gleich Eisenschneider sein oder sowas. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier in der Haupthalle. Na geil. Dann muss ich ja mal kurz gucken. Ich glaube, dann bin ich ein bisschen falsch gelaufen. Ich denke mal, ich kann ja den ganzen Weg auch selber wieder so zurücklaufen. Das wäre zumindest schön. Sieht aber ganz gut aus. So. Dann fangen wir mal hier. Ach nee. Okay, ich muss einen anderen Weg nehmen wieder. Ich komme so nicht dahin. Geht's hier eigentlich noch irgendwo hin? Schatzkammerschlüssel benötigt, okay. Da geht's zur Schatzkammer. Nein, wechseln wollen wir das Team erstmal nicht. Ich glaube, ich behalte das Team einfach bis zum Ende. Wechseln tue ich nur, wenn ich speichern will draußen und dann passt das schon. So. Gut, dann gehe ich noch mal hier lang. Ist ein bisschen verwirrend, das Schloss auf jeden Fall. Aber na gut. Wir kommen ja ganz gut durch, so ist ja nicht. So. Ein Kriecher hier. Ein Wendigo und dann noch ein Kriecher. So, der ist weg. Und der dürfte jetzt auch Geschichte sein. Sehr gut. So, ich muss mal kurz was gucken. Okay. Gut, dann machen wir uns noch auf den Weg dahin. Was sind das hier eigentlich? Ich wollte bloß gucken, was das ist hier. Da hängt doch was runter, Mensch. Kann ich flüchten? Ja, flüchten kann ich. Oh, kriegst du selber zurück. So. Okay, ist nichts. Nein, das Team bleibt. So, dann gehen wir hier durch. Und hier runter. Ach, wie schön. Kann man hier irgendwas machen? Waffenkammerschlüssel benötigt. Okay. Na gut, dann gehen wir einfach mal da durch. Erzengel. Können wir nicht ziehen, schade. Kerkerschlüssel erhalten. Ui. Ja. Unser nächster Boss, aber. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis gleich. Ciao.